In Mecklenburg-Vorpommern ist bei der politisch motivierten Kriminalität ein Rückgang der Gesamtfallzahlen auf 1417 Delikte, also um 16,9% zu verzeichnen. Dies verkündete Innenminister Lorenz Kaffier am 23. April bei einer Pressekonferenz. Grund dafür ist die geringe Zahl der Straftaten zur Bundestagswahl 2017 im Vergleich zur Landtagswahl 2016. Die Straftaten werden 5 Phänomenbereichen zugeordnet: politisch motivierte Kriminalität links, rechts, ausländische Ideologie, religiöse Ideologie und nicht zuordbar. Weiterhin ist die Zahl der Straftaten im Phänomenbereich links gesunken. Ein Anstieg der Gewaltdelikte um 6,3% auf 1027 Straftaten ist jedoch im Bereich rechts zu verzeichnen. In 74 von 84 rechten Gewaltdelikten handelt es sich um fremdenfeindliche Übergriffe. Ja, ich glaube, die Fremdenfeindlichkeit, die Auseinandersetzung mit der Fremdenfeindlichkeit ist eine gesamtzivilgesellschaftliche Aufgabe. Es ist nicht eine Aufgabe, die zum Schluss nur der Polizei überlassen wird, sondern es beginnt in der Schule, es beginnt in einem Dialog, in einer Auseinandersetzung, in einer Weiterbildung natürlich. Aber insofern glaube ich, dass wir gerade in der Frage in den zurückliegenden Jahren zunächst im Zusammenhang mit der Aufklärung zur politisch motivierten Kriminalität rechts bereits viel in der Richtung erreicht haben. Und insofern wird sich jetzt natürlich auch die Frage auf die Auseinandersetzung, die gesamtgesellschaftliche im Zusammenhang mit Fremdenfeindlichkeit richten. Propagandastraftaten, wie zum Beispiel das Verbreiten von Propagandamitteln, spielen im Bereich rechts auch eine wesentliche Rolle. Mehr als die Hälfte der Straftaten machen diese aus und sind gegenüber dem Vorjahr um 113 Taten gestiegen. Gegen den Rechtsextremismus darf der Kampf nicht nachlassen und man muss die gesellschaftlichen Kräfte noch stärker vernetzen, so Kaffier.